Schönen guten Tag, liebe Taubenfreunde. Heute ist Sonntag. Wir haben ein graues Himmel. Es wird auf jeden Fall regnen, vielleicht heute Abend. Aber naja, das ist das Wetter. Ist Herbstzeit, ist ganz normal. Ich habe die Tauben rausgelassen. Die Bakina-Tauben sind alle jetzt rausgegangen. Das ist die, das und die sind seit gestern rausgekommen. Ich bringe sie raus, damit die im Hof sich gewöhnen. Und ja, sie sieht, wie die trinken, ne, von dem Wassertränke. Der ist größer und der ist kleiner, aber der Kleine kennt Umgebung besser als der seine große Bruder oder Schwester, ich weiß nicht. Ich kann noch nicht unterscheiden, aber wie ich von hier sehe, sie sieht wie eine weibliche aus und der ist ein bisschen männlich, weil der ein bisschen kräftig aussieht. Aber naja, man weiß nie, ne? Das ist zu früh. Ja, soweit. Alles in Ordnung. Leider wurde bei mir die Ehepaar von diesen Tauben vom Greifvogel weggenommen. Sie können auch hier sehen, ne? Das ist die Haut, das ist. Ja, wenn man ein paar Minuten allein lässt, dann kriegt man die Taube nicht zurück, ne? Das ist das Schlimmste. Sonst alles gut. Ich habe viele Küken da drin. Wie ich gesagt habe, das sind meine ersten Küken. Die und die, auf Russisch gesagt, Shaky. Die sind beide Shaky. Also, was macht dieser Amerikaner? Den Amerikaner habe ich im Verkauf gestellt. Falls jemand Interesse hat, können sich gerne bei mir melden. Die will ich verkaufen und dafür werde ich den nur reine Bakina halten. Und die beiden will ich auch weggeben. Diese King-Taube und seine Täubin. Und noch eine Mischlinge habe ich auch im Verkauf gestellt. Falls jemand Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Wir können uns unter uns einigen. Ja, was die machen, kann ich auch nicht verstehen. Diese, wo ist die andere? Genau, andere ist da. Die haben schöne Farben. Also, die haben rote, oder wie nennt man das denn, die Farbe? Hellrote Flecken am Hals und graue Schwanzfedern, ne? Nennt man so. Und ein Fleck am Kopf, direkt in der Mitte. Und sein Bruder hat auch fast die gleiche, aber ja, mit der Zeit, wie heißt das, werden wir zusammen sehen, ne? Und die Mama ist diese gelbe, die gelbe Hals und Schwanzfedern. Und Papa ist der. Ja, von beiden ist die und die rausgekommen, obwohl die Farben mich wunderte. Und ich habe gehört, dass diese Tauben, die sind besonders eine wertvolle Farben haben, weil die Hals ist rot, Schwanz ist grau. Von daher, die sind eine der sehr selten gefundenen Taubenfarben.
mal schauen, was die zweite, wie heißt das zweite, diese Paar, wenn die zweite Küken in die Welt bringen. Also nicht zweite, sondern dritte und vierte, ne? Zweite Mal Küken in die Welt bringen, dann können wir das sehen, ob die das gleiche Tauben, gleich wie diese Tauben raus, also von diesen Tauben werden so gleiche Tauben wie diese rauskommen, oder mal schauen, ne? Das werde ich auch in der Zukunft euch informieren. Wie ich gesagt habe, in der Woche kann ich leider keine Video drehen, ab und zu mal kann ich Kurzvideos drehen, weil ich da berufstätig die ganze Zeit unterwegs bin. Ja, die paar von denen wurde weggenommen. Genau, die, wie nennt man das, King und diese Mischlinge, kann ich so sagen, ne? Die will ich weggeben. Die können auch hier bleiben. Und in den nächsten Tagen werde ich noch eine Tauben bekommen. Höchstwahrscheinlich. Und im November, 19. November findet hier in der Nähe eine wieder Kleintiermarkt. Da werde ich noch zwei, da habe ich zwei Tauben bestellt. Ich hoffe, der Verkäufer bringt diese Zuchttauben. Die sind shaky, also diese Schwarzhals und Schwarzschwanz sozusagen. Und weiße Tauben sind die. Die sind eine der beliebtesten. Also ich mag solche Tauben. Und ich suche zurzeit drei Tauben, also drei männliche Tauben. Mindestens eine schwarze männliche suche ich. Eine schwarz mit weiß Flecken suche ich. Und dann ein Marmor mit Haube. Also Marmor mit Haube. Also wie diese weibliche Taube oder Täubin gesehen habt. Davon suche ich eine, weil die Ehepaar, Ehemann von der Täubin wurde vom Greifvogel weggeschleppt. Genau, so eine Taube suche ich. Vielleicht hat jemand in der Nähe von Erfstadt oder Köln, also sage ich mal so 50 Kilometer in der Umgebung, so eine Taube hat, egal, ne? Es muss nicht genau sein, aber es muss Marmor, wenn es geht, auch Schwarzmarmor sein. Und von der Paar bekommt vielleicht bald Eier. Ich habe da im, ja, der Ehepaar ist weg, von daher, ich weiß nicht, ob die Eier hat, ob sie Eier hat oder nicht. Das werde ich in den nächsten Tagen sehen. Aber auf jeden Fall, ich suche drei männliche Bakina-Tauben. Und falls jemand in der Nähe von Köln, wie ich gesagt habe, 50 Kilometer Radius in Köln, solche Tauben hat, kann sich gerne unter diesem Video Kommentar hinterlassen oder seine Telefonnummer oder seine Kontaktdaten. Ich werde mich bei ihm melden. Was machen die da? Die futtern sich gegenseitig oder was? Die zwei kleinen. Wenn ich das, die beide sehe, beide die Küken sehe, die kann man jetzt Tauben nennen, ne? Mittlerweile. Da kann man sagen, hier ist die Mama. Aber nein, ist nicht so. Der letzte Zeit bewundert mich. Der fliegt zu viel. Täglich eine Stunde. Und manchmal mehr. Also wie Sie wissen, ne, Bakina-Tauben sind so, das muss man sich trainieren lassen. Wenn die sich trainieren oder trainiert sind, die können bis zu 10 Stunden fliegen. Aber hier in Deutschland, mir reicht auch 2-3 Stunden auch, ehrlich gesagt. Weil mich interessiert, Hauptsache die müssen spielen. Und die spielen
die fangen erst jetzt an. Weil diese schwarze Taube, ne, früher hat sie überhaupt nicht gespielt und jetzt die ganze Zeit spielt. Und wunderbar, also macht ihre Aufgaben sehr gut. Spielen und fliegen gleichzeitig ist nicht so einfach. Die alle anderen Tauben sind beim Futtern, die Küken. Naja, was habe ich noch Neuigkeit? Ja, so viel für heute, ne? Das war's. Ich wollte euch diese zwei junge Tauben zeigen. Die sind jetzt über einen Monat alt und die bringe ich selber zurzeit draußen und mit der Zeit denke ich mir, die werden selber hin und her kommen. Also das war ja. Ja, die sind kerngesund, kann man auch vom Kot sehen. Schöne Farbe, schöne Rakus, die sehen wunderschön aus. Ich kann hier so nennen, das sind meine erste Taube in diesem Hof, in diesem Haus. In diesem Schlag rausgekommen sind und alle anderen habe ich von meinem Freund bekommen oder meinem Landsmann kann man auch sagen von meinem guten Kumpel bekommen, aber die sind bei mir rausgekommen. Ich mag besonders solche Tauben, die Hals und ein Fleck im Kopf hat. Oh, was machst du? Das ist die erste Flugversuch, ne, bei denen. Aber ich denke, nächsten Sommer werden die im Einsatz sein beim Fliegen. Naja, falls jemand Bakinetauben will, kann sich auch gerne bei mir melden. In der Nähe von Köln oder in der Nähe von Erfstadt kann ich auch euch Bakinetauben abgeben. Oh. Schön, ne? Sehr windig, von daher die wollen vielleicht ins Schlag. Naja, so viel für heute. Wünsche ich einen schönen Start für die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.